Ja, hallo. Bin ich da richtig beim David Ackermann? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Schwimmbad TV. Bademeister Holmes ist wieder auf der Spur. Wir sind hier in Kelheim und wie man hinter mir unschwer erkennen kann, im Keldorado. Und warum wir hier sind und wen wir hier treffen, um was es geht, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Also viel Spaß. Jetzt einmal eine Frage, und zwar, ist es wirklich sauber eigentlich dann? Weil bei der Desinfektion zeigt man jetzt nicht, dass das wirklich reagiert, oder? So, ja, liebe Freunde, wir sind jetzt hier im Bad drinnen und wir treffen jetzt gleich den Andi und die Annalena, das ist der Ausbilder, und die Azubinen. Und wir sind hier, ich hab's dabei, genau wegen solchen Teilen. Das ist ein sogenannter Abklatschtest. Und alles Weitere wird uns jetzt der Andi und die Annalena gleich erzählen. David, servus. Servus, Andi. Grüß dich. Grüß dich, hi. Schön, dass du da bist. Hallo, Annalena. Grüß euch. Es geht um Reinigung. Und zwar haben wir ganz viele Verfahren schon ausprobiert bei uns. Von Reinigungsabläufen her. Unsere Lehrlinge haben da auch ganz viel schon testen dürfen. Und wir haben momentan Reinigungsmaschine, Hochdruckreiniger, danach Flächendesinfektion, und die Frage von der Annalena darfst du jetzt selber stellen, warum wir die Angreifer haben. Also ich habe mir letztes Mal bei der Flächendesinfektion gedacht, ob sie das überhaupt wirklich was bringt, wenn ich die Fläche desinfiziere. Man sagt oft bei der Chemie einfach, okay, das reagiert jetzt. Und ich meine, das war vorher sauber, und wenn ich dann desinfiziere, dann war es ja danach auch wieder sauber. Bringt sich das wirklich was? Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage, und genau deswegen habe ich mir was einfallen lassen. Wir haben eben genau deswegen solche Abklatschtests dabei, und wir nehmen da jetzt einfach drei Proben, und zwar einmal ungereinigt, super, einmal gereinigt und einmal nach der Desinfektion. Mhm. Und das Ganze fahre ich dann zur Beprobung. Und wo das Ganze hingeht, lasst euch mal überraschen, wird auf jeden Fall recht cool werden. Ja Mensch, Andi, Reinigung und Hygiene ist in Schwimmbädern sehr groß geschrieben. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was ihr denn genau da macht bei der Reinigung. Richtig. Wir haben die letzten Jahre verschiedene Verfahren ausprobiert, David. Wir haben aktuell das Verfahren mit der Scheuermaschine, also mit der Reinigungsmaschine. Die Fläche wird kurz vorgenässt, dann wird das Reinigungsmittel auftragen, mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt, danach desinfiziert. Wir haben einen Reinigungsplan erstellt. Wir haben täglich im Wechsel saure und alkalische Reiniger für die unterschiedlichen Verschmutzungen. Wir haben auch für die Duschen nochmal einen anderen Reiniger. Und zum Schluss wird das Ganze desinfiziert. Und das ist halt die Frage der Lehrlinge. Wenn man mit der Säure putzt, sieht man Reaktion genauso auch wie mit dem alkalischen Mittel beim Desinfektionsmittel nicht. Und darum wollte man einfach mal wissen, wie das funktioniert, ob das danach als Endergebnis auch richtig ist. Ja, ganz genau. Also das ist ja schon ein richtiges Managementsystem, dass man sich einen Reinigungs- und Hygieneplan aufstellt, indem man erstmal die ganzen Materialien sondiert und guckt, welche Reiniger passen denn auf welche Fliese zum Beispiel oder Fugenmaterial. Und wie aggressiv dürfen Reiniger sein? Welche Reiniger? Es gibt saure, alkalische, neutrale Reiniger, Edelstahlreiniger, es gibt tausend Reiniger. Ganz und richtig. Dann gibt es noch tausende Verfahren. Was hat sich bei euch da bewährt, wo du sagst, ey, mit dem arbeiten wir jetzt schon länger und das kannst du auch jedem Bad da draußen empfehlen? Also wir haben es versucht, der Einfachkeit halber, mit dem Reiniger, dass man nur mit der Maschine fährt, aufträgt, gleich absaugt, und das hätte funktionieren sollen, war leider nicht ganz so geglückt im Endergebnis. Wir haben jetzt wieder das Verfahren, das hat man vor 10 Jahren, hat man über Jahre schon so gemacht gehabt. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass das Effektivste war mit der Reinigungsmaschine. Das Mittel auftragen, kurze Einwirkzeit und dementsprechend mit Hochdruckreiniger wieder abspritzen. Und dementsprechend schön ist unsere Halle immer nur beieinander. Ja,
davon habe ich mich schon vergewissert, definitiv. Also ich habe da ein geschultes Auge, muss ich sagen, aber an allen Ecken blitzt und blinkt es bei euch. Vielleicht auch ein ganz wichtiges Fazit zum Ende. Die Reinigung in einem Schwimmbad und die Desinfektion hat, glaube ich, nichts damit zu tun, was jeder zu Hause macht. Na, das wird immer oft verwechselt, ja, und das ist auch so ein bisschen das Klischee, das man uns nachsagt. Wir gehen jetzt rein, nehmen die Tests und gucken mal, was dabei rumkommt. Spitze, bin schon gespannt. Perfekt. Servus, wir sind jetzt hier in Dinkelscherben und zwar bei Witti. Und normalerweise ist es ja so, der Vertreter kommt immer zu uns ins Bad, an die Kasse und verlangt nach uns. Heute drehen wir mal den Spieß um. Wir sind jetzt spontan hier und checken das Labor von Witti. Ich habe die Proben von Kelheim dabei und was dabei jetzt rumkommt, lassen wir uns überraschen. Also kommt's mal. Guten Morgen. David Ackermann, Schwimmer, TV, Bademeister Holmes. Ist denn hier der Verantwortliche für die Bäder zu sprechen? Haben Sie denn was zum Abgeben oder sind Sie denn bei uns schon in der Kundenkartei? Nein, sind wir noch nicht, aber ich habe hier spontan Proben von dem Schwimmbad dabei und die würde ich gerne bei euch untersuchen lassen. Ja, dann hole ich den Herr Strobel kurz dazu. Super, danke. Kleinen Augenblick. Perfekt. Also ihr seht, es funktioniert. Ja, das ist ja der David Ackermann. Ja, hallo, grüß dich. Was führt dich denn zu uns? Ja, folgendermaßen. Wir haben hier drei Proben. Und ich wollte dich fragen, ob du die mal testen kannst. Wo hast du denn her? Die sind aus Kelheim. Und zwar eine ganz tolle Sache. Und zwar die Annalena, zweites Ausbildungsjahr. Die hat mich gefragt, eine sehr interessante Frage, warum man nach der Reinigung desinfiziert. Die Frage denn ist berechtigt. Bei der Reinigung sieht man ja, dass was passiert, ja. Aber nach der Desinfektion eigentlich nichts mehr. Die macht sich Gedanken. Die macht sich Gedanken, sehr gut. Und deswegen haben sie mich angerufen und ich habe gesagt, ich komme vorbei, ich bringe diese Tests mit und bringe die dann zu euch, damit man mal sieht, wie euer Labor hier aussieht. Okay. Wenn das in Ordnung ist. Ja. Etwas ungewöhnlich, aber überhaupt kein Problem. Ich glaube, da bist du genau richtig bei uns. Okay. Du möchtest jetzt also wissen, ob da was wächst, ob da noch was lebt drauf. Ganz genau. Können wir gerne machen. Perfekt. Ja, ja, freut mich. Schauen wir uns an. Gehen wir rüber ins Labor. Schauen wir rüber ins Labor. Gehen wir. Perfekt. Alles. Ja, Gregor, hi. Grüß dich, servus. Servus. Ja, erstmal cool, dass ich hier sein darf. Ihr habt mich auch schon eingekleidet. Ja, ja, also muss leider sein. Also, muss auf jeden Fall sein, ja, Brille muss sein. Folgendermaßen, ich komme aus dem Kelheimer Keldorado. Ja. Und wir haben hier drei Tests. APC. Ja. A ist quasi eine Fläche ungereinigt. B. Komplett blank, okay. Nach der Reinigung und C, nach Reinigung und Desinfektion. Okay. Ja, und das Thema, du wirst es wahrscheinlich schon ahnen. Ihr wollt einen Abklatschflockentest haben. Ja, auf jeden Fall. Okay, also das werden wir dann untersuchen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir einen Unterschied dort beobachten nach der Inkubationszeit, also der Überbrütung von den Agarplatten. Also das wird allerdings dann 2 Tage dauern. Okay. Wir werden das jetzt in einen warmen Schrank stellen, wo die Bakterien, die Tierchen auf den Agerplatten eben schön wachsen und gedeihen können. Okay. Und vielleicht nach 2 Tagen, so hoffe ich, gehe ich mal davon aus, werden wir etwas sehen. Und dann können wir mal unterscheiden oder beurteilen, ob eine Reinigung Sinn macht oder eine Desinfektion Sinn macht. Ja. Okay, gut. Das heißt, so spontan können wir das alles gar nicht machen. Das heißt, ich muss eigentlich übermorgen wiederkommen. Ja. Bist du dann auch da? Ich bin dann noch da. Ja, dann würde ich sagen, dann komme ich auf jeden Fall übermorgen wieder.
Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt, oder wie? So machen wir es. So machen wir. Bin ich wieder. Ich bin schon ganz gespannt auf das Ergebnis. Ja, ich auch. Ja, also, du hast es ja schon rausgeholt. Ja, ich habe es schon mal rausgeholt. Wir haben schon ausgewertet. Okay. Du hattest ja uns den Bogen gegeben. Den haben wir schon entsprechend mal beurteilt und eingepflegt, okay. Die Datenarbeit. Okay. Willst du dir einfach selber mal zeigen? Gerne. Du hattest ja gesagt, A sei die Probe vor der eigentlichen Reinigung, genau, auf der ungereinigten Fläche mitgenommen worden. Und hier bei B war das nach der Reinigung. Ja. Mhm. Man sieht dann etwas weniger Punkte, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und C war ja nach der Desinfektion. Ja. Okay. Und da ist tatsächlich nichts drauf. Ja. Mhm. Ja. Also das ist nicht der Idealfall, also das sehen wir durchaus häufig so. Ja. Also ab und zu sind ein paar Pünktchen noch vorhanden, das ist aber nicht schlimm. Okay. Also man kann dann immer noch den eigentlichen Zielwert vollkommen erreichen, aber man sollte nicht mehr als 100 kW pro 100 Quadratzentimeter haben. Das ist zumindest der Zielwert, dort möchte man hin. Wenn man deutlich drüber ist, hat man einen Rissen und dann muss man eben wieder neu desinfizieren und rein. Aber man sieht ja schon deutlich, also Reinigung sollte man schon regelmäßig, ja, also wir haben schon nicht nur Bakterien, das ist möglicherweise auch ein Pilz, also manchmal verschwimmen die ganzen koloniebildenden Einheiten, die Pünktchen aufeinander. Man sieht auch, das sind unterschiedliche Keime, also ja. Also wir haben hier gelb, weiß, dann haben wir hier irgendwie stark weiß, nebelweiß. Ja, genau. Ja. Kannst du uns da als Fachmann sagen, okay, das ist das oder hier? Teilweise, also mit der Optik an sich, da kann man schon einen Verdacht in der Hinsicht dann äußern, aber letztlich müsste man dann selektive Nährmedien verwenden, also das Ganze nochmal ausplattieren auf anderen speziellen Alaplatten und dann kann man es letztlich bestätigen. Achso, und das nennt sich dann Selektion oder wie? Genau, das ist eine Selektion. Und dann sucht man nach bestimmten Keimen. Ja. Ja, was kann ich jetzt Kelheim und der Annalena sagen? Also mit einer guten Reinigung im gewerblichen Bereich mit entsprechenden aggressiven Reinigungsmitteln im sauren oder alkalischen Bereich kann man auch bestimmte Zielwerte erfüllen. Genau, nichtsdestotrotz, das heißt nicht, dass man ab und zu desinfizieren sollte. Also es ist immer ein Geben und Nehmen und man muss eben die Balance finden. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, braucht man eigentlich eine Desinfektion. Also mit der Chemie allein ist man nicht abgesichert. Man muss immer das Verfahren ganz ehrlich anschauen. Jetzt, David. Ja? Ich bin da. Und hat alles geklappt? Hat alles geklappt. Alles zu deiner Zufriedenheit? Alles zu meiner Zufriedenheit. Ich und hat es auch ein Ergebnis gegeben? Das Ergebnis und genau wie befürchtet. Ja, also Desinfektion ist wichtig. Wir müssen das machen. Und das haben wir bei den Proben gesehen. Top. Jetzt pass auf, damit du künftig nicht immer den Weg daher nehmen musst. Und, okay. Ja, wir haben ja auch viel zu tun, weißt du? Also, ich habe was für dich. Okay. Da hast du Platten. Platten. Okay, zum Betrogen. Da hast du einen kleinen Ofen. Okay. Das kannst du künftig selber machen. Ach, wie? Ja, also, du darfst dann jederzeit vorbeikommen, aber die Abflasche machst du jetzt selbst. Selbst ist der Mann. Okay. Ja? Ja, dann. Nehme ich das so mit? Dankeschön. Dann werden wir zu Grüße an die Annalena. Und wir sehen uns jetzt sein wieder. Okay, dann fahre ich jetzt nach Kirchheim. Das mache ich. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus. Annalena, schau mal, wer da ist. Cool. Servus. Ja, grüß dich. Du bist fleißig am Lernen. Ja, sehr immer. Sehr vorbildlich, super geil. Jetzt werde ich schon was mitbringen. Und das die Ergebnisse? Auch? Auch. Auch, das sind die Ergebnisse. Setzen wir uns doch erstmal hin, oder? Nein, ich bitte. Nimm Platz. Ja. So, was glaubst du denn, oder was glaubt ihr denn, was dabei rumgekommen ist? Ich hoffe, ein positives Testergebnis, dass die ganze Arbeit sehr rentiert. Richtig. Also, wenn ihr euch nochmal erinnern könnt, wir hatten A, B und C. Also A war ungereinigt. Genau.
B war mit Reinigung und C war dann noch nach der Desinfektion. Und es hat tatsächlich einen Unterschied gegeben zwischen Reinigung und Desinfektion. Ja, super. Aber nur ganz minimal. So, und was hast du denn jetzt da noch? Testergebnis ist ja eine ganz tolle Sache. Nur schön mitgebracht in der riesen Schachtel. Ja, und zwar ein Geschenk vom Waschbären. Oh, super. Das dann, Alena. Ja. Im Grunde haben die mir das einfach in die Hand gedrückt. Schau doch mal, was drin ist. Und das ist jetzt dieser Inkubator. Sieht aus wie eine Mikrowelle. Mhm. Aber mit dem Teil könnt ihr jetzt eure Abklatschtests einfach selber überprüfen. Ja, super. Ja. Und die stellt ihr da rein, 24 Stunden, und dann könnt ihr selber gucken, ist was gewachsen oder nicht. Mhm. So habt ihr jetzt in Zukunft immer die Sofortkontrolle für euch selber. Ja. Und in diesem Sinne, das war's wieder mit Bademeister Holmes auf der Spur. Hier das Team vom Keldorado. Danke an euch, Andi. Wir sagen danke, dass du da warst. An Alena, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Prüfung und im nächsten Jahr dann als FAB. Von daher, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bye, bye.